Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. So, ich war jetzt gerade in der Stadt. Mein Schwesterherz ist da mit ihrem Mann und die sind jetzt zum Alex gefahren. Und ich muss aber später noch aufs Bürgeramt Ausweis nachmachen lassen, denn der ist abgelaufen. Da habe ich gerade Fotos gemacht. Biometrische Passbilder. Ja, bin ich, oder? Ups, fällt runter. Könnte ich sein. Ja. Ja, ohne Band. Okay. Ist schon mal gut. Finde ich aber geil, dass so Sachen relativ schnell gehen. Ich habe nämlich gar nicht mehr drauf geguckt, was ich brauche. Und, boah, hier ist so warm. Leck mich am Arsch hier. Also heute, wir haben 28 Grad hier in Berlin. Und wir haben 10 vor 11. Mal, man sieht hier 10 vor 11. 20 vor 11 und es ist echt ist schon richtig warm. Da habe ich mir eine neue Augenpflege geholt, meine war leer. Ich habe mal für mich privat, nämlich immer so Billigzeug. Für die Kunden kaufe ich immer qualitativ hochwertige, weil billig ist auch nicht immer schlecht. Ich probiere es immer einfach mal aus. Das hier ist jetzt so ein Gel und mit Hyaluron. Für mich ist immer wichtig, Hyaluron muss drin sein. Und dann schauen wir mal. Und vor allem von so einem Billigzeug kann man auch gerne mal etwas mehr verwenden. Ja, schön Augenpflege. Ja, weil ihr wisst ja, im Prinzip bin ich mittlerweile, ich habe durch meinen Beruf als Make-up-Artist und als Kosmetiker echt so viel probiert, dass meine Haut einfach nur spinnt. Und ich kann nichts mehr nehmen. Also Pflege ist für mich mittlerweile, weil ich habe alles mögliche, Hightech-Cremes für 300 Euro und so weiter. Ich habe alles probiert und meine Haut hat irgendwann angefangen komplett verrückt zu spielen und ich habe nur noch geglänzt wie so eine Speckschwarte. Und jetzt habe ich mir gesagt, ich nehme gar nichts mehr, ich nehme nur noch Kokosnussöl, aber Augen, ja, hier für die Augen verwende ich immer noch Pflege, weil Augen sind ein ganz dünner Bereich und da bilden sich halt einfach die Mimikfältchen. Aber da hole ich mir dann einfach immer so Billigzeug, ich probiere da einfach mal durch, was da alles gibt, das habe ich noch nie gehabt. Wie gesagt, da steht Hyaluron drauf. Ich nehme halt einfach gerne ein bisschen mehr. Neutrogena hier, keine Ahnung wie das ist. Aber das probiere ich einfach und für meine Kunden, wie gesagt, da hole ich immer die teuren Sachen, weil ich auch dementsprechende Preise habe und dann sollte natürlich auch dementsprechend hochwertige Pflege verwendet werden, zumindest auch vom Namen her. Einklopfen immer darum, hier ist ein scheiß Licht, also normalerweise sind die Augenschatten nicht so extrem. Hier ist einfach nur ein Kacklicht. Einklopfen darum, weil im Prinzip regt ihr dadurch euren Lymphfluss an. Und quasi, wenn ihr jetzt zum Beispiel müde Augen habt, Augenringe und so weiter, dann kann man da so ein bisschen die Lymphe anregen und das kann sie abtransportieren. Also immer schön klopfen, 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 klopfen. Aber wie gesagt, hier ist ein scheiß Licht. Normalerweise sehe ich besser aus. Ist so. Ja, Licht ist ganz wichtig, ab in den Müll. Licht ist ganz wichtig, weil im Prinzip man sonst hier Licht von oben, Licht, wenig Licht von der Seite, man sieht einfach immer scheiße aus und von dem her ist Licht echt wichtig. So, jetzt nehme ich dann noch meine tägliche, nee, brauche ich nicht. Ich habe heute Morgen, zeige ich euch mal, ich brauche immer Zusatzvitamine, weil ich ernähre mich ja unglaublich gesund. Und von dem her, heute Morgen habe ich mir das hier wieder gegönnt. Das ist Life Plus. Gar nicht so übel. Teste ich gerade aus Amerika. Und da sieht man schon, da ist wirklich alles drin, was der Körper so benötigt. Weil das halt von mir nicht bekommt. Ja, von mir bekommt er im Endeffekt nur Scheiße. Und ich musste auch irgendwie zwischendrin noch dem meinem Körper was Gutes tun. Und von dem her, ja, gönne ich dem halt auch mal so Zeug. Ist zwar nicht ganz günstig, aber wie gesagt, es geht hier um die Gesundheit. Und für die Gesundheit darf man ruhig mal gerne ein bisschen mehr investieren. Denn wenn man nicht gesund ist, kann man auch nicht arbeiten. So ist das halt. Und ansonsten, genau. Was machen wir heute Schönes? Heute fahren wir mit meiner Schwester und ihrem Mann über die Spree. Wir machen eine Spree-Rundfahrt. Freue ich mich mega drauf, weil ich habe schon eine gemacht, die kleine. Falls ihr mal in Berlin seid, macht nicht die kleine. Die einstündige ist für den Arsch und man sieht im Prinzip nichts. Also wirklich ab,
Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, die kleinste ist, glaube ich, eine Stunde. Dann geht es los mit 2,5 oder 3,5 Stunden, dann mit 4,5. Also, wenn ihr alles sehen wollt, macht die ganz große, aber natürlich 4,5 Stunden im Boot ist ein bisschen lang. Aber die mittlere, also nicht, macht, wenn ihr in Berlin seid, nicht die kleinste Bootsrundfahrt, weil die ist echt, da seht ihr nicht viel. Außer ihr wollt Regierungsgebäude sehen, weil da fahrt ihr im Endeffekt halt nur am meisten an den Regierungsgebäuden rum. Und also so das neue Berlin so ein bisschen. Aber ich finde es eher interessanter, so das alte zu sehen, wo am Wasser die verratzten Clubs und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen das Oldschool, das ist so dieses richtige Berlin. Und das seht ihr aber halt mit der kleinen Bootstour eben nicht. Ja, das machen wir heute. Ich muss natürlich immer zwischendrin wieder ein bisschen was lernen am PC. Na, ein bisschen vorbereiten. Auswendig lernen über neue Produkte und so weiter. Ja, und ansonsten ist heute eigentlich nicht viel. Wie gesagt, Schwester ist da, die gehen jetzt shoppen. Shoppen ist für mich aber eigentlich langweilig, weil ich meine, ich wohne ja hier in Berlin. Warum soll ich da mit zum Shoppen? Shoppen, na, Sehenswürdigkeiten, Bootstour, das ist geil. Oder abends das empfehle ich euch auch, richtig cool, wenn ihr mal in Berlin seid, geht mal zum Beach Mitte. Beach Mitte ist echt angenehm, abends mega chillig, leicht die Musik, alles mit Sand. Könnt ihr auch, wenn ihr Kinder habt, könnt ihr die Kinder mitnehmen, weil es gibt einen Spielplatz dort mit Wasser und so weiter, Beachvolleyballfeld, Kletterpark und abends werden Fackeln angemacht. Das werden, zeige ich euch vielleicht später noch, oder was heißt später, beim nächsten Video, wie auch immer, wenn wir da mal sind, zeige ich euch das. Und es sieht mega, ist mega, echt gerade, also vor allem abends halt, wenn die Fackeln leuchten. Das steht heute noch auf dem Plan und ansonsten, ich werde mir jetzt erstmal was zum Essen reinpfeifen. Ach genau, das wollte ich eigentlich noch mit euch machen. Und zwar werde ich mir, das machen wir noch zusammen, also Haferflocken. Ich zeige euch mal, ich bin absolut kein Frühstücker, aber das ist mega easy und schmeckt echt gut. Haferflocken. Na komm, Packung leer. Auch nicht schlecht. Dann brauchen wir als nächstes, also ich finde, so macht YouTube viel mehr Spaß, wenn man eben nicht schneiden muss. Total geil. Also, dann brauchen wir als nächstes, ich komme gleich wieder hoch, keine Panik, bleibt dran. Kirschen nehme ich jetzt mal. Ihr könnt aber auch Beeren nehmen, aber die habe ich jetzt gerade hier griffbereit gehabt. Gefrorene Kirschen oder gefrorene Beeren. Das machen wir jetzt rein. Warum gefroren? Weil euch die Scheiße nicht verreckt im Kühlschrank. Das ist der einzige Grund. Als nächstes, bleibt dran, ihr hört mich ja, machen wir einen Wasserkocher startklar. Genau, so. Und zwar mit warmem Wasser. Ja, so. Genau. Dann brauchen wir, den schalten wir jetzt an, ein bisschen Zimt. Nee, Kokosblütensirup. Kokosblütensirup, um das Ganze so ein bisschen zu süßen. Das habe ich mir hier alles voll gemacht. Ihr könnt aber auch Zucker nehmen. Kokosblütensirup. Es ist halt so ein Modescheiß. Keine Ahnung, warum ich Kokosblütensirup nehme. Wahrscheinlich ist Kokosblütensirup, habe ich halt mal gehört. Hat eine Bloggerin gemacht und dann habe ich gedacht, ich nehme es, probier's mir mal. Schmeckt auch süß und ist, glaube ich, nicht so, keine Ahnung was. Nicht so süß. Nicht so zuckerlastig. Also Zimt, aber nur wer es mag. Ich mag Zimt. Dann schmeckt die ganze Brühe natürlich nachher noch ein bisschen besser. Zack, dann werden wir noch einmal auf den Wasserkocher warten. Dann zeige ich euch das mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Eigentlich nur, wie gesagt, was zum Süßen, weil die Kirschen hier sind ja nicht süß, die sind sauer. Haferflocken, also Kokosblütensirup und Zucker reinmachen, dann ein bisschen, hoppla, laut, ein bisschen Zimt. Und jetzt kommt heißes Wasser rein. Und dann wird es so eine richtige Pampe. Heißes Wasser, warum? Weil natürlich die Kirschen auch, die sind ja gefroren. Ansonsten muss ich jetzt eine Stunde auf mein Frühstück warten, bis die Kirschen nämlich aufgetaut sind. Drum heißes Wasser rein.
Dann könnt ihr das mal so 10 Minuten stehen lassen, während ihr nachher Zähne putzen geht, duschen, wie auch immer. Und wenn ihr fertig seid, dann habt ihr eben diese Pampe und das sättigt halt echt richtig gut. Und Haarflocken sind gesund und ist natürlich auch gut fürs Fitness. Ja, ihr Lieben, jetzt müsst ihr halt mit mir warten. Also ich strecke das Video nicht, weil hier mit YouTube verdient man eh kein Geld. Von dem her bin ich das nicht aus, irgendwie Werbung zu schalten. von dem her, aber wir müssen jetzt einfach warten. Ist aber gleich fertig, habe nicht so viel reingemacht. Und ja, ansonsten, klick, er ist fertig. Dann nehmen wir da ein bisschen Wasser her. Machen das hier daheim. Nicht zu viel. Ansonsten, wir wollen ja keine Suppe. Dann nehmen wir einen Löffel und vermischen das Ganze hier. Ja, ihr seht, wie es schön dampft. Nur ist ein bisschen wenig. Ein bisschen mehr Wasser. Ja, sollte halt nicht schwimmen. Aber die Haarflocken brauchen ja ein bisschen. Die Kirschen müssen natürlich auch auftauen. So, das Ganze hier ein bisschen umrühren. Sehr schön. Und dann lassen wir das Ganze jetzt einfach 10 Minuten stehen. Da braucht ihr es aber nicht warten. Und dann werden wir das Ganze verspeisen und das ist echt gut. Also Haferflocken, wie gesagt, Haferflocken am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ah, ja, die renovieren gerade hier draußen. Das heißt, ich krieg bald neue Fenster. Ich schaffe gerade einen vom Fenster. So, also, fertig, stehen lassen und da habt ihr ein Powerfrühstück. Haferflocken sind gut, sind gesund, bisschen Früchte rein, fertig. Und das esse ich echt gern. Ich bin, wie gesagt, kein Frühstücker, aber das mag ich. Also für all diejenigen, die nicht frühstücken, das ist echt simpel und geht schnell. So, das war's. Wir haben jetzt lang genug gequatscht. Euch einen schönen Tag noch. Wir hören uns beim nächsten Video. Rock the Make-up und bis dahin. Ich gucke immer darüber, aber hier ist die Kamera. Ciao.